eingeschaltet habt. Wie macht Presse? Wollen wir was Neues machen, ne? Du weißt ja, da ich oben die Anliegerwohnung habe, dass sie vermietet ist. Und mein Mieter, der wünscht sich ein Handtuchregal. Handtuch. Ich habe da mal was vorbereitet gehabt. Da. So, das ist mein Werkstatthandtuch hier, ne? Aber wenn man zusammenlegt, ist das so die Größe, die wir brauchen. Da soll ein Regal gebaut werden. Die Tiefe, jawohl, passt so einigermaßen. Die Breite und die Höhe. Ich habe da die Lasten schon mal vorbereitet. Weil die ganze Hobelei und Sägerei, das ist ja eh alles immer das Gleiche, ne? Ja. Und ich möchte da auch meine Verbindung ausprobieren. Ich habe da was im Netz gefunden. Die sah eigentlich schon mal ganz schön aus. Ich halte das mal so ein bisschen in der Kamera. So in der Art. So ähnlich. Möchte ich das machen. Und diese Leisten jetzt in der Mitte auch noch zu schlitzen, sind natürlich ein bisschen schmal für, ne? Weil die haben bloß 30, glaube ich. Kann man eben messen. Ne, 40 haben sie. Ja gut, man könnte die auch in der Mitte nochmal schlitzen. Werden wir sehen, wie wir das machen. Ja, als erstes muss man wieder die Säge umbauen. Ich muss mal wieder den Nutfräser draufpacken. Den 5 mm, mal 5 mm Sägescheibe, Nutfrässcheibe, wie auch immer. Und dann können wir weitersehen, ne? Meine Säge habe ich jetzt eingerichtet. Alles schön. Alles prima. Aber erstmal müssen wir uns das dann zeichnen, ne? So. Und zwar, weil das ja die Querhölzer werden sollen, müssen wir auch dementsprechend einlassen, ne? So, das machen wir mal als nächstes. So. Ich mache das hier mit meinem schönen japanischen Anreißmesser. Geht aber auch mit einem ganz normalen Cuttermesser, ne? So, jetzt nur aufpassen, dass ihr die Seiten nicht vertauscht, ne? Ja, und wir sind mal ein bisschen lustig angerissen. Wenn wir jetzt für den kleinen Querhölzer das Ding flach genommen haben, die Leiste flach, müssen wir jetzt für die großen Hölzer so übernehmen, ne? Ist ja klar, weil die kommen vorne vor. Und da ist ja nur, weiß ich, 30 mal 40 halt Ding, glaube ich, gemacht. So, also wie gesagt, hier auch. Schön einmal den Riss drauf. Perfekt. Das war nicht so schön. Ja, auch wenn ihr hier noch Hintergrundgeräusche habt, mein Nachbar drüben kriegt ein neues Dach. Also, ich kann den Handwerker nicht sagen, seid mal ruhig, drehe hier ein Video für YouTube, ne? Ich glaube, dann kriege ich von denen die Keller in den Nacken. Um euch das mal zu zeigen, ne? Das muss nicht das teure japanische Werkzeug sein. Tut auch das Messer von Obi.
So. Und die werden auch geschlitzt, aber fassen wir uns später mit. So, jetzt haben wir hier unseren Riss dran. Das müssen wir absetzen und vorne auch 45 Grad absägen. Das machen wir mal als nächstes. Dafür gehen wir rüber. Genau, wichtig ist, hier ist mal ein Riss und da kommt die 45 Grad Kante dran, da, weil dieses Stück hier wird nachher rausgenommen noch. Tja, und das ist noch 15 Mal, ne? Okay, ich mache das ohne euch, bis gleich. Nachdem wir jetzt uns das hier angerissen haben und haben die Gärungen angesägt, sollten unsere Hölzer so aussehen. Alle acht. Die langen und die kurzen. Jetzt haben wir hier unsere. Entschuldigung. Unsere Markierung drin. So. Jetzt müssen wir hier noch ein Fels reinsägen. Das könnt ihr mit dem Fräser machen. Oder so wie ich. Ich mache es mit der Kreissäge, mit meiner Frässcheibe. Und dann sollte das auch gehen. Ne? Das machen wir jetzt bei allen acht Hölzern. Ja, und zwar immer auf unserem Riss, wo wir uns angezeichnet haben. Ne? Hier ist er ja, sind wir 40 mm, hier vorne sind wir 40 mm von der Kante weg. Und bei den Vorderleisten, also die Seitenleisten, bei den Vorderleisten sind es nur 30 mm. Ne? Da müsst ihr aufpassen. Je nachdem, was ihr hier nachher für Standbeine drin haben. Ne? Die sind jetzt 40 mal 30. Ja, fangen wir an zu beginnen. So sollen sie jetzt aussehen und das machen wir auf allen acht Hölzern. So sehen unsere Teile jetzt aus, die kurzen und auch die langen. Ne? Die Gärung dran, den Fels drin. Ja, schön. Widmen wir uns mal den Füßen. Ne? So, da mache ich jetzt ganz wichtig für mich. Zwei nach rechts, zwei nach links. Und zwar sollen nachher so stehen. Dann werden die eingelassen. Das machen wir jetzt als nächstes. Das ist die Seite. Und das hier wird dann die Front. Ja? So. Jetzt müssen wir die einlassen. Wollen wir das nicht bei allen gleich machen, sondern die Seiten, ja, die können wir gleich machen, aber die Quer, da müssen wir dann aufpassen, rechts und links, weil unsere Hölzer ja rechtwinklig und nicht quadratisch sind. Ne? Wenn ihr quadratisch habt, dann ist es egal. Ja, so. Und ich hatte mir jetzt so vorgestellt, so eigentlich, also 10 cm von oben oder so, 15, nicht so, den Dreh irgendwie so, wird die erste eingelegt. Und da legen wir dann die zweite ein. Hm? Ja, dann passen da in der Mitte passen den Handtücher rein. Oben drauf kann man noch irgendwas anderes abstellen. Und ein Badezimmerwaage oder Schuhe drunter oder was weiß ich. Ne? Badelatschen.
Ja, das wäre jetzt unser nächster Auftrag. Mal gucken, was machen wir hier. Ja, so 10. 10 ist gut. Bei 10 kommt die erste Markierung dran. Ja. Und das können wir jetzt bei allen Hölzern erstmal zusammen machen. Das heißt, dann nehme ich mir mal einen Einschlag. Das Sägeblatt brauchen wir nicht verstellen in der Höhe. Auch da. Einmal. Dann ziehen wir den zurück. Dass wir einen Anschlag haben. Und dann gucken wir das Ganze mal ein. So, ich nehme mal kurz in Hand, den brauche ich nicht dauernd umbauen. Ich mache jetzt, markiere mir jetzt eben noch den zweiten Schnitt und dann seid ihr wieder dabei. Weiter geht's, Maschine ist eingestellt, wir schnippeln wieder.
einmal umziehen. Ja, ich habe die kleine Kamera nicht dabei. Warum? Ja, aber das sind die Ausschnitte, die wir haben wollen. Ne? Einmal fürs Querholz und umdrehen, gucken, wo ich das hinkriege. Einmal fürs Längsholz. So soll es werden. Das heißt, ich noch einen ganzen Haufen Schnitte machen muss, dann ausfräsen und ihr könnt in der Zwischenzeit mal einen Kaffee trinken oder euch ein Bier holen oder irgendwie was, ne? Ja. Wo ihr jetzt die zweite Etage hinbringt, das ist euch selbst überlassen. Auch wie ihr wo, wann was hinbringt, das ist alles sowieso euch selbst überlassen. Auch mit den Abmessungen. Hier geht es mir eigentlich nur darum, euch die Verbindung zu zeigen und was man daraus machen kann, ne? Also nicht einfach nur drei Hölzer zusammentackern und dann war es das. Ne? Schönen Abend noch. Da habe ich eine tolle Verbindung gezeigt. So auch die Verbindung mal einsetzen, ne? An einem Projekt. Ja, gut. Ich werde jetzt den Rest hier noch fräsen. Dann seid ihr wieder dabei. Fertig. So, da sind nur unsere Beine. Ihr müsst darauf achten, dass es rechte oder linke gibt. So, oben gehören sie. Weil, wenn ihr das nicht drauf macht, drauf achtet, dann geht es euch so wie mir. Dann müsst ihr das wieder ausflicken, ne? Oder könnt ein neues Bein bauen. Ja, so fein, so weit erstmal das hier. Was machen wir? Bauen mal ein bisschen zusammen, ne? Provisorisch. Gucken, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine Seite. Und andere Seite. So. Bleibst du stehen hier. Den da rein. Den da rein. Den da rein. Und den da rein. So. Mal gucken, ob es hält. Nein, es hält natürlich nicht. Es hält natürlich nicht. So. Jetzt müssen hier noch Böden rein. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ich nehme da wieder meinen schönen kunstharzgebundenen Granitwerkstoff, weil ich da noch so viel von habe. Und damit der da auch vernünftig oder nicht nur so aufliegt, müssen wir die Dinger jetzt noch felzen. Die Querstreben, wo dann nachher die Platte drauf liegen soll. Ne? Mal gucken, habe ich hier noch was liegen? Glaube, jo. Ist zwar dreckig, aber egal. So. Der soll dann nachher in den Rahmenteilen aufliegen. So. Das heißt, den nehmen wir nicht. Der ist versifft. Ich habe aber noch mehr davon rumstehen. Ah ja, passt. Gut. Passt auch, ja gut. Ich habe noch mehr davon rumstehen. Aber das heißt, dass wir jetzt erstmal die ganzen Streben felzen müssen. Das heißt, die Fräse herrichten. Und dann jürgen wir mit den Lasten nochmal dran lang. Ne? Ich muss erst mal ein bisschen umbauen.
fest, fest. Fest, fest, fest. So, Fräse jetzt eingerichtet. Ich hoffe, dass es passt. Probestück wollen wir mal langziehen, ne? Absaugen. Da auf jeden Fall. Da unten auch. Auf jeden Fall. So, da ist auch, da ist auch, da ist auch. Also fest. Gut. So, da ist jetzt der Fels, den wir für unsere Platte brauchen, ne? Mal gucken. Ja. Sieht auch ganz gut aus, ne? Ja. Schön. So, jetzt müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, welche Seite wir fräsen, und zwar hier innen, die kurze. Ja, so. Nein. Das machen wir jetzt und auf geht's.
Jo. So, unsere unser Falz ist dran. Einen ganzen Querstreben. Jetzt hatte ich meine Fräse eben schon abgebaut. Ne? Hat mal ein bisschen Pause gemacht. Mal Zigarette geraucht. Mit meinem Mieter ein bisschen geklönt. Ja, und wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Wir müssen die ganzen Füße hier unten noch anfasen. Ne? Das mache ich jetzt mal eben schnell. Dafür baue ich die Kamera jetzt aber nicht um. Ne? Ich habe das hinten alles schon wieder eingerichtet. Auf geht's. Ja, so, das war jetzt das. Das ist jetzt so angefasst. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich habe hier einen neuen Schalter drin. Das ist der Schalter aus der Bosch GTS 635216. Weil er hat mich hier mit diesem. Oben haben wir dieses kleine Fenster zum Einschalten und dann einfach draufkloppen. Aus. Oh, den Schalter, den ich vorher drin hatte, den Zwischenschalter. Hochklappen, reindrücken, fallen lassen, Maschine wieder aus. Geht gar nicht, ne? So, was können wir machen? Wir können jetzt verleimen. So, der eine, der andere. So, fangen wir mit dem einen erstmal an, ne? Passt, 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 passt. Ein bisschen nicht will ich, so brauche ich Gewalt, ne? Jo. Manche gehen gut, manche gehen scheiße. Also, was fehlt mir jetzt eigentlich noch? Ein Glas Wasser für einen Pinsel, ne? Was wir sauber machen können. Ja. Hol dich mal eben. Bin gleich wieder da. Oh. Fühlt auch immer leerer, ne? Egal. So, Wasser ist da, Leim ist da. Wollen wir anfangen zu beginnen, ne? Thank you.
So. So, wir hatten jetzt überlegt, dass man die Schrägsätze die zwingen, noch einmal hier den Druck drauf gibt und dann auf der anderen Seite nochmal, andererseits nochmal hier von der Seite Druck drauf gibt, wenn diese blöde Zwinge dann funktioniert. Ja, mache ich jetzt noch ein bisschen sauber, verlagern wir das andere Seitenteil noch und dann gucken wir mal, ob ich auch noch die Querseiten leime. Ne? Bevor wir jetzt das ganze Gestell mal zusammenleimen, die Seiten sind jetzt soweit fertig. Von hinten sind sie geschliffen und ja, von vorne werden sie geschliffen, wenn die Querriegel drin sind, ne? Die Querleisten. Ja, aber vorher kommt noch mal ein Logo drauf, ne? Wir lassen jetzt mal in Ruhe machen und dann verleimen wir den Rest. Ja, Freunde, so sieht das nur aus. Ich vergesse auf Aufnahme zu drücken, ne? Kamera zwar eingeschaltet, aber nicht auf Aufnahme gedrückt. Dumm, ne? Wie immer. Dumm wie Brot, ja. Habe ihm gesagt, das wollte ich mal erzählen, oder sollt ihr mal sehen, wie dusselig ich mich beim Verleimen anstelle. Und das Ende vom Lieder. Kamera schaltet sich ab. Warum? Weil nicht auf Aufnahme gedrückt ist. Na gut, hab dann Anfang verpasst. Guckt euch das Ende an. So, wollen wir mal schauen. Naja. So weit, so schön. Dann hier noch bauen.
Ja, eben mache ich noch einen überschüssigen Kleister weg und dann kann er sich bis morgen wieder ausruhen und dann sehen wir weiter. Tja, da steht das gute Stück. Ich habe das vorhin schon mal ausgezogen und habe ich auch schon mal die ganzen vier Stellen so ein bisschen nachgespachtelt. Die werden jetzt verschliffen. So, schauen wir mal, ne? So, geschliffen ist, wie man sieht. Könnten euch auch alle nochmal mit der Hand gebrochen. Am Anfang das Ding zu ölen, dass es nicht quietscht, ne? Ich nehme dafür wieder hier so einen geilen Schwammpinsel. Die haben sich doch eigentlich erst ganz gut erwiesen. So, dann wollen wir fröhlich losölen, ne? Das war die Schmiererei mit dem Öl. Ja, das ist noch ein paar Minuten anwirken. Dann können wir im Prinzip auch die Platten schon einlegen. Und dann war es das eigentlich. So ihr Lieben, das war das Regal, das Handtuchregal für meinen Mieter Mario. War gut. Ja, wenn ich das nachbauen möchte, ich werde wieder einen Bauplan dafür schreiben. Wenn du auf meiner Homepage www.werners-werkstatt.de oder der Rubrik Pläne veröffentlichen. Dann könnt ihr euch den nachbauen, wenn euch das gefallen hat. Mir ging es bei diesem Projekt hauptsächlich darum, um die Verbindung hier. Mal was anderes als da quer mit Zapfen, Schlitz und Zapfen zu arbeiten, sondern mal etwas anderes zu machen, ne?
Das Regal, das muss auch keine riesengroßen Lasten aushalten. Da liegen nur Handtücher drin. Nicht so dreckig wie mein Werkstatthandtuch, aber so. Da kann er seine Handtücher reinlegen. Und obendrauf, meinetwegen Duschgel, Shampoo oder was weiß ich. Unten Badelatschen oder eine Waage noch hinstellen. Personenwaage, ne? Irgend so was. Ja. Ja, ich werde jetzt noch ein paar schöne Fotos machen. Für den Abspann. Und dann bleibt mir nichts weiter über, als hier den Bums aufzuräumen. Ihr seht, da hinten liegt noch ein Haufen Holz rum. Da habe ich noch einiges mit vor. Da werde ich allerdings kein Video von machen. Da muss ich hinten mein altes Holzlager fliegt hier raus. Da kommt drüben eine Maschinenhalle. Da kommt der Lüfter, der kommt dann damit rein. Und so ein paar andere Sachen noch, da ich da ein bisschen Platz gewinne. Ne? So, dann habe ich da die ganzen Abschnitte hinterliegen. Aus den letzten zwei, drei Projekten. Die werde ich dann mal durchgucken und werde die entsorgen. Hans-Jürgen freut sich. Hat er was zu heizen. Ne? So, und auch hier drüben die Drecksecke. Die wird dann auch mal wieder aufgeräumt, dass er im nächsten Video wieder vernünftig aussieht. Ja. Mir bleibt jetzt nur noch eins. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder rein. Wer Lust hat, abonniert den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.